bin der Daniel Michael, ich bin Schulfinsthelfer, früher Turnierhelfer und Lehrhelfer. Ich habe zwei deutsche Schäferhunde, die beide im EGB ausüben, und meine größten Erfolge sind, dass ich mit zwei verschiedenen Hunden an Weltmeisterschaften teilnehmen habe dürfen und dort Österreich vertreten habe dürfen. Mein Name ist Isabella Gollner, ich bin 30 Jahre, mache seit über 10 Jahren Hundephysiotherapie und mache eigentlich seit ich 8 Jahre bin Gebrauchshundesport, bin da schon mit reingewachsen, mein Papa hat das schon gemacht, und zu meinen größten Erfolgen gehören zweimal qualifiziert für AWM, und derzeit habe ich einen belgischen Schäfer und der ist jetzt im Moment gute 2 Jahre alt. Mein Name ist Robert Diesenreiter, ich bin 44 Jahre alt, betreibe Hundesport seit 30 Jahren, habe viele Hunde zu Gebrauchshundeprüfungen geführt, mehrere Hunde auch an WM teilgenommen. Der jetzige Hund ist dreifacher Staatsmeister hintereinander, und jetzt zuletzt war ich in Ungarn auf der WOSV WM mit einer tollen Platzierung, mit 5. Platz. Ich bin die Walter Victoria, ich mache Hundesport seit meinem 8. Lebensjahr, habe 2 deutsche Schäferhunde. Gebrauchshundesport ist eine Vielseitigkeitsprüfung mit 3 Disziplinen. Die erste Disziplin ist die Pferdearbeit, bei der zweiten Abteilung haben wir die Gehorsamsarbeit. Und in der dritten Abteilung geht es um die Gebrauchshunde-Eigenschaften, die alles vereinen, was ein Gebrauchshund sozusagen mitbringen sollte und gelernt hat. Gebrauchshundesport ist ein Vielseitigkeitssport, der in 3 Disziplinen ausgeübt wird. Meiner Meinung nach genauso wie jeder andere Sport, auch für den halt andere Menschen eine Leidenschaft haben, haben halt wir das für den Gebrauchshundesport. Ich mache Hundesport, weil es eine traditionelle Sportart ist, die es schon sehr lange gibt und hier für Zucht- und diensthaltende Behörden selektiert werden kann. Ich mache Gebrauchshundesport eigentlich, weil es mein Papa schon gemacht hat. Das heißt, man merkt, dass es schon eine ganz lange Tradition hat, der Sport. Und mir gefällt einfach, dass wir unsere Gebrauchshunde sehr vielseitig ausbilden und sie in jede Richtung fördern und dann überprüfen, wie gut wir sie ausgebildet haben. Weil ich mich gezielt für einen Gebrauchshund entschieden habe, weil mich das eigentlich seit meiner Kindheit immer begleitet hat. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo der Sport immer betrieben worden ist, und mir ist das auch nie so vermittelt worden, als würden wir die Hunde als Bäs machen. Also es ist ein Sport, der mich und meinen Hund auslöst in jeder Hinsicht, wo wir extrem viel Leidenschaft, Energie reinstecken, das, glaube ich, Außenstehende gar nicht wissen, was da alles dahinter steckt. Gebrauchshundesport ist sicher keine Sportart, wo die Hunde scharf gemacht werden. Dort geht es rein um ein reines Beutespiel, wo man mit dem Beuteobjekt mit den Hunden arbeitet und der Hund einfach seine Fähigkeiten ausleben kann und somit auch die Gebrauchshundeeigenschaften, was mit den Hunden über Jahrzehnte gezüchtet ist, auch ausleben kann. Wenn man hört, dass unsere Hunde scharf gemacht werden, dann ist dieser Aberglaube. Unsere Hunde haben ein reines Beutespiel im Gebrauchshundesport und würden niemals ohne die Minute Arm beißen. Der Unterschied zwischen Zivilschutzdienst und Gebrauchshundesport ist, Gebrauchshundesport fällt nur unter Beutespiel und internationale Gebrauchshundeprüfung.
und dieser zivile Schutzdienst ist nur den Diensthunden vorbehalten. Also man kann unterscheiden, in unserem Sport ist es einfach so, dass der Hund nur beißt, wenn die gute Arm am Arm ist. Und beim Zivilen ist es einfach so, dass es wirklich nur den dienstlichen Behörden vorbehalten ist, dass die Hunde zivil ausüben. Also unsere Hunde lernen nicht, einen Mensch zivil zu beißen, sondern rein nur diesen Jutta-Überzug. Mein Hund verwechselt dieses Spiel nicht, weil wir das von klein auf an trainieren und er im zivilen Bereich auch sozialisiert wird und somit weiß er, dass das nur am Hundeplatz, am Trainingsgelände zu machen ist und im zivilen Bereich oder im privaten Bereich ist der Hund ein ganz normaler Haus- und Hofhund, so wie er es überall ist. Bin ich mir zu 100% sicher, da unsere Hunde im Prinzip von klein auf nur auf das Beuteobjekt ausgebildet werden und darum auch nur dies dann in der Arbeit umsetzen und wenn kein Beuteobjekt vorhanden ist, für ihnen kein Schutzdienst ist. Der Hund lernt im Gebrauchshundesport von klein auf im Prinzip über das Bellen den Helfer aufzufordern, um das Beuteobjekt zu werfen oder auch dann das Beuteobjekt zur Bestätigung zu bringen. Darum bellt der Hund den Helfer an, um einfach dieses Spiel oder dieses Objekt einzufordern und dann zur Bestätigung kommt. Und deswegen bellen sie den Helfer an und eben nicht den Jutta an, sondern sie fordern den Helfer auf, dass sie die Bestätigung bekommen. Die Hunde werden nicht geschlagen. Es gibt eine internationale Prüfungsordnung, wo drinnen steht, dass sie nur unter einem Stockbelastungstest durchzuführen sind und keine Berührung mit diesem Stock haben. Nein, sie werden nicht geschlagen und die Stockbelastung ist, was wir hoffentlich da jetzt sagen können, nicht mit Berührung vom Hund. Also es wird nur angedeutet, es wird nicht auf den Hund hingehauen. Ich bin dafür, dass es strengere Regeln gibt, wer Gebrauchshundesport machen kann. Wie das genau aussieht, damit muss sich die Kommission befassen. Prinzipiell wäre ich dafür, dass einfach Trainer wie Hundeführer Lizenzen brauchen, um diesen Sport ausführen zu können. Ich bin aber selber Hundetrainer und selbstständiger Hundetrainer und ich bin sehr dafür, dass es für den ganzen Sport im ganzen Bereich, auch in der Hundeausbildung, viel strengere Lizenzen geben sollte, um auch die Ausübung dieser Sportart von Trainer und Hundeführer sollte, wie gesagt, auch mit Lizenzen unterlegt sein, sodass wir auch eine gerechte Zuordnung von den Hundeführern und Trainern haben. Ich persönlich bekomme sehr gutes Feedback von meinen Freunden, Familie, weil sie die Hunde auch im privaten Bereich kennen und wissen, dass die Hunde sehr sozial sind und ganz normal im Familienverband leben und trotzdem diese Sportart ausführen. Also meine Verwandten und Bekannten sind alle begeistert von dem. Und das habe ich auch gesehen bei den wenigen Starts, die ich bisher gehabt habe. Aber trotzdem waren die immer da und haben auch zugeschaut. Und sie sind auch begeistert, wie die Hunde im Alltag dann, wenn sie bei mir auf Besuch sind, die Hunde unter und alle sind, wie sie die Hunde verhalten. Wenn man jetzt Personen fragt, die mit dem Sport gar nichts zu tun hat, dann glauben die, wir fahren am Hundeplatz, packen die Hunde raus, trainieren mit denen und packen die wieder ins Auto. Wenn man hinter die Kulissen schaut, wird man merken, dass da ganz viel mehr dazugehört. Also das heißt, alle oder sehr viele unserer Hunde haben Konditionspläne, haben Ernährungspläne, gehen regelmäßig zur Physio in regelmäßigen Abständen, haben Trainingspläne etc. Die Physiotherapeuten, einige meiner Kolleginnen fahren auch mit auf die Weltmeisterschaften und auf die WM-Qualifikationen. Dort werden die Hunde auch vor Ort betreut, dass sie bestens umsorgt sind. Das heißt, wir machen nicht nur Sport, sondern das ist ganz, ganz viel mehr steckt dahinter und braucht auch immens viel Zeit. Ich mache neben der Ausbildung im Gebrauchshundesport natürlich auch mit meinem Hund Kondition. Ich gehe Radfahren, Laufen,
sodass der Hund auch körperlich sehr fit ist. Um diese Sportart wirklich in allen drei Disziplinen auszuüben, muss der Hund wirklich körperlich auf Stand sein. Wir beschäftigen uns mit der Ernährung der Hunde sehr gewissenhaft. Die Hunde bekommen auch wirklich einen Ernährungsplan, sodass sie wirklich für den Gebrauchshundesport fit sind und auch wir mit den Hunden an größeren Bewerben teilnehmen können. Was wünsche ich mir für die Zukunft im Hundesport? Dass das Ganze einfach ein bisschen mehr akzeptiert wird. Dass die Leute uns auch eine Chance geben, uns irgendwie zu erklären. Der Glaube wird nur denen geschenkt, die da jetzt sagen, das ist eine Scheiße und sich in Wahrheit gar nicht wirklich damit befassen oder auch nicht auskennen. Sie sehen nur, die Hunde beißen in einen Jutta-Überzug und deswegen ist mein Hund böse. Nein, mein Hund ist deswegen nicht böse. Ein bisschen mehr Offenheit dem gegenüber war halt vielleicht nicht schlecht. Ich persönlich wünsche mir, dass es den Hundesport noch sehr lange gibt und mehr Verständnis von Außenstehenden bzw. mehr Interesse von Außenstehenden, dass sie unsere Sportart besser verstehen. Ich wünsche mir für die Zukunft des Hundesportes einfach mehr Verständnis von der Außenwelt, von den Personen, die vielleicht mit dieser Sportart nicht klarkommen, vielleicht sich auch ein Bild machen und nicht von den Medien abhängig machen, warum das, diese Sportart abgeschafft werden sollte. Vielleicht einfach den Einblick mehr den Einblick geben in diese Sportart, einfach das einmal live anzuschauen und nicht immer, was die Medien bereitstellen, zu glauben, weil die Medien auch teilweise nur diese Worte laut geben, was für den Verbot gelten sollten. Ich hoffe, dass ich den ganzen Sport in 5 Jahren noch machen kann, weil uns das echt am Herzen liegt, weil wir das echt gern machen. Wir stecken unsere ganze Freizeit, jeden Cent, den wir zur Verfügung haben in dem Sport und wir machen das leidenschaftlich mit Herz und Seele, so wie andere halt andere Sportarten machen. Und man kann dann nicht sagen, das, was wir machen, ist scheiße, weil es nicht scheiße ist. Abschließend würde ich gerne sagen, dass ich hoffe, dass euch das Video gefällt, das wir euch gemacht haben, dass es ein bisschen einen Einblick euch gebracht hat und dass ihr auch versteht, dass da ganz viel dazugehört und nicht nur der Sport da dahinter steht, sondern eben auch Physio, Ernährung etc. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir können mit unserem Gebrauchshundesport weitermachen, denn das ist das, was unsere Hunde gern machen und wir auch.